Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Aber ich fühle mich irgendwie anders. Es tut mir leid, dass ich dich hier übergangen habe, Joey. Ich wollte Mike herbringen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, aber das war vielleicht nicht der beste Plan. Schon in Ordnung, Marie. Wenn ich nicht so einen Kohldampf hätte, wäre ich gar nicht so wütend geworden. Der Nächste, der Hunger hat, ich glaub's nicht. Das gibt's doch nicht. Oberchef Koch Cookie backt keine Banja-Brötchen mehr. Und ich habe so einen Heißhunger, das kannst du dir nicht vorstellen. Hör auf, von Essen zu reden. Melina, ich wette, du könntest ihn davon überzeugen, wieder Banja-Brötchen zu backen. Dafür ist das Buch der Fantasie aber nicht da. Melina kann damit nicht einfach Raposas zwingen, etwas zu tun. Oh. Vielleicht hat er auch ein Problem, bei dem du helfen kannst. Es schadet ja nicht zu fragen, oder? Da hast du recht. Melina, kannst du bitte noch nach Chefkoch Cookie sehen? Ich werde Joey in die aktuelle Lage einweihen. Ich habe Hunger. Münze. Münze. Sitz. Miam. Ich will auch essen. Delicieux. Das siebte Brötchen schmeckt am besten. Melina. Niemand hat mir gesagt, dass du ihr bist. Brötchen? Von welchen Brötchen sprichst du? Ich habe keine Brötchen. Ich habe nur Baguette. Entschuldigung. Richte Joey aus, dass er damit leben muss. Ich backe keine Brötchen mehr. Ich kann nicht mehr lügen. Du hast mich erwischt. Ich habe sie alle gegessen. Die Brötchen. Sie sind zu delicieux. So viel Aufwand können diese Brötchen noch nicht wert sein, oder? Brötchen. Barkies dürfen den ganzen Spaß nicht allein haben. Du hast einen Drehangriff. Aktiviere den Drehangriff mit der Umschalttaste. Ja, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nutze den Drehangriff, um Spielzeug zurückzustoßen oder zu betäuben. Probleme mit Geschossen? Man kann auch einen Drehangriff verwenden, um feindliche Geschosse zu reflektieren. Praktisch. Hui! Lepper! Aua. Jo. Au. Au. Hey, Kaktus, komm mal her. Juhu!
Achso, ich muss alle. Oh, 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 okay. Entschuldigung. Weg da. Work in progress. Pinball Hero! Tada! Ach du Scheiße, ich habe nur 30 Sekunden. Nein! Nein! Fuck! Lauf schneller, Mini Naira! Lauf! Lauf! Nein! Lauf! Level 2 von 3. Juhu. Ach du Kacke, ich brauche das Vieh hier oben. So, nein, 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 nein. Ja. So. Oh Mist. Nochmal. Mist. Das war zu weit. Come back. Come back to me. Ich bin hier. Tschüss. Ich will jetzt hier hinstellen. Ja, komm her, komm her, komm her. Es könnte funktionieren. Juhu! Haha! Au! Oh. Au! Mist. So, nochmal durchqueren. Ach du, oh Gott. Und da könnte ich da theoretisch einfach runterspringen, oder? Ja, ne? Komme ich denn da hoch? Die nur in Ecken platzieren? Oh Gott. Ah, oder hier an Rändern. Okay. Ja, gut. Probieren wir aus. Was brauche ich dann dich? Deko. Ah, das ist, was ich brauche. Ha! Funktioniert bestimmt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das Vieh ist ja schlau. Rennt einfach runter. Mist. Gut. Kann man machen, ja. Muss man aber nicht. Ich vergiss nicht, meinen Geldbeutel mitzubringen. Oh Gott. Du erwartest zu viel. Da komme ich doch nie ran. So knapp. Ja, nein. Oh, gibt keinen Geldbeutel. Ha, der süße Duft von Freiheit.
Es tut mir leid. Die Elternfigur ist weise. Ein maître cuisinier sollte seine meisterhaften Kreationen immer teilen. Das ihr wollte ich für mich selbst behalten. Aber Joey soll es haben. Richte ihm aus, dass ich morgen früh ein neues Blech backen werde. Das Beste, das ich je gebacken habe. Horrible. Herausforderungslevel. Manche Dorfbewohner bieten spezielle Herausforderungslevel. Wie war's? Entwickle kreative Möglichkeiten, um genug Punkte zu erzielen und Sterne sowie Preise zu verdienen. Erfülle das Ziel, während du so viele Punkte wie möglich holst und zum Ausgang gelangst, bevor die Zeit abläuft. Hey du! Ich will mir das mal angucken. Hey! Hey! Butler findet nirgendwo Schätze! Man muss mächtig schaufeln, um vergraben, das freizulegen. Die Siegel. Bei einem Herausforderungslevel könnte es sein, dass du ein oder zwei Spielzeuge mehr brauchst. Du kannst bis zu drei Spielzeuge zusätzlich kaufen. Du hast Zugriff auf eine zufällige Auswahl an Spielzeug, das du gefunden oder verdient hast. Jedes zusätzliche Spielzeug kostet dich etwas mehr und es geht verloren, wenn du die Herausforderung aufgibst oder beendest. Da komme ich nie ran. Egal. Boing. Juhu. Nein. Juhu! Ah, ja! Yeah. 3 Sterne, easy! Du? Ich brauche etwas Hilfe mit diesem Schild, oder was meinst du? Ja, dieses Schild. Was? Grün. Und? So. Dann kriegt das Schild Ohren. Okay.
Ja. Ja. Oh. Fans. Oh, das 3D-Schild. Die Farben. Haha. Tada! Das Kind reden können. Und so ein Bagel in die Mitte machen. Schwarz. Perfekt. Da. Voll der Bagel-Ersatz. Tada! Das soll ein Auge sein, aber hey. Fertig. Das ist wunderschön. Ja, du. Was hat Chefkoch Cookie gesagt? Was? Wirklich? Hör damit! Joey, das ist nur ein Brötchen. Reiß dich zusammen. Aber du hast sie noch nie probiert. Sie schmecken himmlisch. Dann gib mir was ab. Bitteschön. Das schmeckt wirklich ziemlich lecker. Ziemlich lecker? Das ist das beste Brötchen, das jemals gebacken wurde. Moment, Mininaira. Tut mir leid. Ich habe Joey die Lage erklärt. Er hatte einen guten Vorschlag. Ja. Wir sollten den Schöpfer bitten, eine coole Uhr für Mike zu malen. Eine einmalige Uhr. Das wird ihn davon überzeugen, ins Rapodorf zurückzukommen. Und außerdem sind Uhren nützlich. Mit der Uhr lässt sich die Zeit in der Welt der Menschen und der Raposas im Auge behalten. Was meinst du? Kannst du eine Uhr für Mike entwerfen? Nein. Ich kann sowas nicht. Ach, ich soll nur anmalen. Ach ja, dann. Fertig. Ich glaube, andere Farben haben. Nehmen wir den. Und Roto. So, das brauche ich.
natürlich rot. Oh, fuck. Tada! Ja, da macht sich das Leben einfach. Weil sie es kann. Die Uhr sieht wirklich klasse aus. Ich wette, dass die Mike gefallen wird. Benutze das Buch der Fantasie, um zurück in die Menschenwelt zu gelangen. Gib Mike die Uhr und bring ihn zurück. Warum soll ich eigentlich Mike überhaupt zurückholen? Yeah, ich bin voll stark. Nam nam nam. Mara macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Ja, genau. Dunkelheit zieht auf. Das ist ungerecht. Zeige diesen Fieslingen, was du drauf hast. Prügeln, prügeln, prügeln. Wo sind meine Äxte? Also irgendwas passiert gerade, ich weiß nur nicht was. Die unterhalten sich gerade. Ja, ungünstig. Ja. Aha, Ladebildschirm. Aha. Ich weiß nicht, was die geredet haben, aber hey. Noch mehr? Was sollen wir bloß tun? Oh, ist da jemand an den Lichtschalter gekommen? Ja, ich glaube. Das muss ein Traum sein. Ich glaube, ich habe Mike die Uhr gegeben und er kommt mit in die andere Welt. So. Entweder wache ich jetzt auf oder das Ganze wird erst richtig komisch. Ciao. Haha. Ich muss jetzt los zur Arbeit. Nein, Blob. Was hast du mir heute geschrieben? Arbeiten ist doof. Armes Blob. Das geht doch nicht. Mini Naira, du hast es geschafft. Hey! Das ist Mike. Mike ist wieder da. Boah, wo kommen die denn alle her? Und er hat keinen blassen Dutz. Also, das ist ein abgefahrener Traum. Aber ich habe schon einmal von diesen seltsamen Wesen geträumt.
Bisher haben sie aber nicht mit mir gesprochen. Das ist kein Traum. Wir haben Mini-Naira geschickt, um dich zurückzuholen. Falls ich auf dem Weg einen Geldbeutel verliere, sammel die bitte ein. Okay. Viel Spaß, Flo. Bis zum nächsten Mal. Ich schick sie dann los. Ich muss mit dir reden. Es ist wichtig. Unter vier Augen. Das sind aber mehr wie vier Augen. Apropos. Wo ist der Mini-Naira hin? Hey, steh doch da! Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass ich träume. Das ist nicht Mini-Naira. Hä? Mini-Naira sieht in deiner Welt aus wie ein Mensch. Hier bei uns siehst du die wahre Gestalt. Ich sehe immer gleich aus. Willkommen zurück, Mike. Wir haben dich alle vermisst. Viel Spaß euch noch. Danke. Die innere Geschichte. Mini-Naira hat mir gesagt, dass du die Schatten sehen kannst. Das ist nicht gut. Ja, alles hat wie ein Albtraum angefangen. Vertrau mir, andere Menschen können nicht in unsere Welt gelangen. Nicht einmal deine Schwester Heather. Aus irgendeinem Grund wurdest du ein Teil unserer Welt. Als du nach dem Unfall bei uns warst. So wie der Held ein Teil deiner Welt ist. Und die Schatten auch. Wilfrey, ein gerissener Raposa-Schurke, trug die Schatten in sich. Als wir ihn besiegt und unsere beiden Welten wiederhergestellt haben, kamen die Schatten in deine Welt. Du wirst mir immer noch nicht verraten, wie du das herausgefunden hast. Ich weiß nicht, was die Schatten vorhaben. Aber es ist bestimmt nichts Gutes. Mini-Naira braucht deine Hilfe, um ihn aufzuhalten. Mau. Wie genau halte ich die Schatten auf? Nur für den Fall, dass dieser Traum weitergeht. Nun ja. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Aber ich arbeite daran. Wie dem auch sei, ist dir schon aufgefallen, dass die Tageszeiten in unseren Welten umgekehrt sind? Wenn es hier in der Raposa-Welt Tag ist, ist in der Menschenwelt Nacht. Du solltest bis zum Morgen warten, bevor du zurückgehst. Mini-Naira hat mir gesagt, dass die Schatten nur nachts kommen. Wenn du mir nicht sagen kannst, wie ich mich selbst aufwecke, habe ich nicht wirklich eine Wahl. Ach so. Willkommen im schönen Rapodorf. Zeit und Ort ändern. Mit der Uhr kannst du jetzt beliebig zwischen Rapodorf und Bellevue reisen, sowie die Tageszeit ändern. Öffne das Menü, um auf diese tollen neuen Kräfte zuzugreifen. Je nach Tageszeit gibt es spezifische Herausforderungslevel. Was ist denn das? Hey du! Denkst du, dass eine Statue von Maris Vater hier gut aussehen würde? Ich denke, ihr würde das gefallen. Aber wenn, dann in Gold. Mist. Zumindest so gut ich eben Gold hinbekomme. Du.
Mist. Mist. Sekunde. Wie wir es hin? Best. Pette. Okay. So, jetzt. So. Haha. Goldstatue.